Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Heute ist mal wieder Konferenz angesagt. Wer keine Lust hat auf die Konferenz, da werden jetzt meine Timelinks angezeigt, neben meinen Tipps, beziehungsweise danach. Da werden auch die Tore, die in der Konferenz gefallen sind, nochmal kurz zusammengefasst. Das heißt, wer keine Lust hat, sich das alles reinzuziehen, der kann jetzt zu dieser Minute, die da steht, vorspringen, ebenso wie die einzelnen anderen Partien in der Zusammenfassung zu sehen sind. Naja, Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren, habe ich vielleicht auch schon gesagt, aber macht's auf jeden Fall, bleibt schön fair in den Kommentaren, bedenkt, es ist nur eine Prognose. Und ja, jetzt geht's los und viel Spaß dabei. Und damit ein ganz herzliches Hallo in der Konferenz. Bayer 04 Leverkusen gegen den FC Bayern München, eines von zwei Topspielen an diesem 20. Spieltag. Für die Münchner ist es wichtig, nach dem 4:1 gegen Stuttgart heute mal parallel zu Dortmund den Dreier einzufahren, um da vielleicht auch so Druck aufzubauen. Leverkusen möchte an das 3:0 gegen Wolfsburg anschließen. Willkommen in Sinsheim, hier ist Düsseldorf zu Gast und die Gäste haben zuletzt gegen Leipzig eine Packung bekommen. 0:4 zu Hause, nach 16 Minuten stand es bereits 0:3, da war der Zug dann fast schon abgefahren. Wir schauen auf die Aufstellung von Hoffenheim und so soll es dann hier zu einem Heimsieg führen. Sie konnten ja gegen Freiburg endlich mal wieder gewinnen nach einer langen Sieglosserie. Wir schauen zum nächsten Topspiel nach Frankfurt, wo der BVB zu Gast ist und die Schwarz-Gelben wollen den Vorsprung auf den FC Bayern München zumindest ausbauen, beziehungsweise zumindest halten, eventuell sogar ausbauen. Dazu muss Leverkusen aber auch mitspielen und Frankfurt muss auch erstmal geschlagen werden. Das ist eine Top-Mannschaft, das 2:2 gegen Bremen war wirklich gut und die wollen wir jetzt auch sehen. Die sind zu Gast in Nürnberg. Im Max-Morlock-Stadion, wo wir einmal von oben den doch ganz guten Rasen sehen bei schönem Wetter und die Aufstellung des Clubs mal anschauen im Tor Martinia. Dann Viererkette wie gehabt, davor André Petrak. Also das typische 4-1-4-1 und wenn wir die ersten Eindrücke dieser Aufstellung und dieser Partie gesammelt haben, gehen wir in die Hauptstadt, da sind wir aber wie immer ein bisschen später dran. Ganz genau, hier checken sich die Spieler gerade noch ab und wir schauen auf die Elf vom VfL Wolfsburg. Da fehlt Memedi, der etwas angeschlagen war, also gegen seinen Ex-Club Leverkusen nicht dabei, dafür Mali auf der 10. Wir schauen nach Leverkusen, da geht's schon los. Leverkusen stößt an von links nach rechts in den dunklen Trikots heute in der ersten Halbzeit und der FC Bayern München möchte an das 4:1 gegen Stuttgart ergebnistechnisch zumindest anschließen. Auch wenn spielerisch über weite Strecken im ersten Durchgang vor allem nicht so rund lief, war es am Ende ein deutliches Ergebnis und das ist das, was zählt. Aber gegen Leverkusen ist es jetzt wieder ein harter Brocken. Peter Bosch möchte den ersten Heimsieg einfahren. Gegen Gladbach verlor man ja 0:1. Zu Hause, aber 3:0 dann in Wolfsburg war erstmal ein Ausrufezeichen. Der FC Bayern baut das hier ganz gemächlich auf, aber Leverkusen steht auch ganz gut, sodass Tor in Frankfurt vorne relativ schwer kommt, aber wir schauen nach Frankfurt, da ist das erste Tor gefallen. Die frühe Führung für die Gäste, 7. Spielminute, Axel Witzel sticht wieder zu. Der hat in den letzten Wochen Bock scheinbar, den ein oder anderen Treffer zu erzielen und was für ein schönes Tor. Aus der zweiten Reihe leitet es hier selber ein, beziehungsweise bekommt den Ball dann auch wieder. Klasse Treffer. Kevin Trapp ist zwar in der Ecke, aber der ist einfach hammerhart geschossen und dann nahezu nicht zu verteidigen. Es steht 1:0 in dem Spiel Frankfurt gegen Dortmund. Und das ist nicht ganz unverdient. Frankfurt etwas zu harmlos in der Anfangsphase. Dortmund hatte schon Druck aufgebaut, jetzt führte der erste richtige Torschuss auch zum ersten Treffer. Wir wollen mal weitergehen nach Nürnberg, wo der erste FCN jetzt mal nach vorne kommt. Missy Can über die rechte Seite und Michael Kölner hatte sich ja schwer aufgeregt beim Spiel gegen Mainz. Am Ende war es die kalibrierte Linie, die da wohl die drei Punkte oder zumindest einen Punkt kosteten. Der Ball ist im Aus. Wir schauen mal auf die erste Möglichkeit, die Bremen hier eben hatte. Max Kruse, aber wirklich gefährlich wurde es da nach drei Spielminuten noch nicht. Jetzt mal die Flanke, aber Pavlenka ist ein ganz sicherer Keeper, fängt den ab. Und das sind dann hier die ersten Eindrücke. Nürnberg versucht auch nach vorne zu spielen, gelingt noch nicht ganz so gut. Wie gesagt, die erste Möglichkeit gehörte hier den Gästen aus Bremen. Und jetzt mal ein Fehler. Behrens mit dem guten Ball auf Missy Can.
mit der Flanke und Srelak mit dem Kopfball zu harmlos. Den schauen wir uns nochmal in der Wiederholung an und dann wollen wir nach Berlin. Und Valentino Lazaro treibt den Ball hier gerade an auf der rechten Seite. Grujic, Meier jetzt hier gut im Zusammenspiel. Da kommt Grujic auch noch dran und der bekommt jetzt auch den Abschluss. Klasse Möglichkeit. Nach knapp 14 Spielminuten muss Kun Kastilic das erstmal wirklich eingreifen. Klasse Schuss, aber auch diese Reaktion im kurzen Eck ist Kastilic da und verhindert das 1:0. Eine vernünftige Partie, besonders Hertha macht hier gut Druck in der Anfangsphase. Und jetzt gibt es hier den Eckstoß von der rechten Seite. Valentino Lazaro wird den ausführen, aber Meier kommt ran, bringt dann die Flanke. Da ist Niklas Stark und 1:0 für die Hertha. 16. Spielminute, die Hauptstädter führen und der Innenverteidiger schlägt zu. Und das ist dann auch die verdiente Führung zu diesem Zeitpunkt der Partie. Die Ostkurve ist logischerweise erfreut, kurz ausgeführt, aber da ist auch gar keiner bei Meier. Das hätte man auch ahnen können. Der stand ja jetzt nicht nur ein paar Sekunden. Aber Kastel steht etwas zu weit vom Kasten und muss dann hinter sich greifen. 1:0 für die Hertha. Wir schauen nach Sinsheim. Ausgeglichene Partie bislang. Düsseldorf hält sehr gut mit. Die beste Möglichkeit gehört hier, aber trotzdem den Gastgebern. Joel Linton zieht den Ball hier haarscharf mit dem linken Fuß am Winkel vorbei. Jetzt kommt Düsseldorf mal. Usami, aber Vogt passt auf. Kann ihn nicht richtig klären. Gieselmann legt nochmal zurück. Alfredo Morales. Der hätte jetzt der Abschluss durchaus mal kommen können. Geiger klärt es dann gegen Usami, aber Zimmermann bleibt dran. Wir schauen noch drauf und ansonsten gehen wir jetzt nach Leverkusen, wo es ja noch ebenso 0:0 steht. Der FC Bayern macht eine gute Partie, lässt hinten nichts anbrennen und hätte auch schon das ein oder andere Tor oder zumindest eines auf jeden Fall erzielen können. Jetzt kommt Coman mal mit der Flanke, aber Benders da und passt auf. Hummels verliert jetzt dieses Duell gegen Volland, aber trotzdem, dann passt eben ein anderer auf. Thiago Alcantara macht auch eine sehr gute Partie, wieder sehr auffällig. Und Serge Gnabry bringt den Ball jetzt in die Mitte. Wenn der Abschluss gleich nicht kommt, gehen wir mal nach Nürnberg und das tun wir jetzt auch. Bremen kommt gerade über die linke Seite. Super Flanke von Klaassen und 1:0 für die Gäste. Da kommen wir ja perfekt. Martin Harnik, 26. Spielminute. Die Führung für die Gäste. Und Martin Harnik, der sehr auffällig gespielt hat gegen Frankfurt, ist jetzt zur Stelle. Und köpft das Ding ein ins kurze Eck. Das geht ein bisschen zu einfach. Steht deutlich besser zum Ball. Martinias aus der Distanz. Logischerweise auch geschlagen. Da kann dann nichts mehr getan werden. Werder Bremen führt mit 1:0. Und die Nummer 9, Martin Harnik, sticht zu. Wie kann Nürnberg darauf jetzt reagieren? Schon wieder ein Rückstand. Ist nicht unbedingt das, was man sich immer erhofft. Aber es ist ja noch genug Zeit, das Blatt hier zu wenden. Werder macht aber einen guten Job und führt dementsprechend auch nicht unverdient mit 1:0 jetzt. Und kann Nürnberg darauf antworten. Sie versuchen es zumindest und spielten auch immer schon wieder nach vorne. Und Srelak, super Möglichkeit jetzt. Schauen wir auch nochmal drauf und dann gehen wir nach Frankfurt. Wo die Gäste ebenfalls mit 1:0 führen. Nach 31 Spielminuten geht das auch so in Ordnung, auch wenn Frankfurt am Ausgleich schraubt und auch schon teilweise kurz davor stand. Kostic mal mit der Flanke, aber Bürki passt auf und faustet das Ding raus. Der frühe Treffer für Dortmund durch Axel Witzel hat ihn in die Karten gespielt. Das merkt man. Sie können jetzt deutlich lockerer aufspielen, müssen nicht mehr so viel Risiko gehen. Und das ist jetzt Guerrero, der nicht vom Ball getrennt werden kann. Delaney könnte jetzt hier was draus entstehen. Das dauert ein bisschen zu lange. Trotzdem bleiben sie im Ballbesitz. Jadon Sancho auf Axel Witzel. Der Ball kommt nicht durch. Wir gehen nach Berlin. Gute Möglichkeit zum 2:0 eben für die Gastgeber. Aber Castells hat aufgepasst und kann schon wieder eingreifen. Der macht eine tolle Partie, der Belgier. Wolfsburg kommt noch nicht so recht nach vorne. Die Elf von Bruno Labbadia sollte es hier deutlich besser machen als beim 0:3 gegen Leverkusen. Aber das tun sie bislang noch nicht und
Auch dieses 1:0 geht so in Ordnung. Schon wieder ein Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. Das könnte teuer werden. Ibisevic lässt sich aber zu viel Zeit und dann ist der Ball auch schon wieder weg. Aber in den Reihen von der Hertha. Und so sieht das hier weitestgehend aus. Wolfsburg versucht es zwar, aber was richtig Zählbares, nicht mal eine Chance. Tor an Sinsheim. Und das wollen wir jetzt 5 Minuten vor der Pause uns logischerweise anschauen. 1:0 für die Gäste. Dodi Luke Bakio in der 42. Und zwar ein schöner Volley-Treffer. Schauen wir uns hier nochmal an. Flanke von Benito Rahman, die ist super getreten. Und diese Direktabnahme fast direkt vom Elfmeterpunkt ist sensationell gemacht. Luke Bakio, volles Risiko, hämmert den dann rein. Oliver Baumann kann nur noch springen, sich strecken, aber da kommt er nicht mehr ran. Der ist zu wuchtig geschossen. 1:0 für die Gäste. Etwas überraschend. Jetzt Hoffenheim war die bessere Mannschaft, aber wer trifft, hat recht. Das ist in diesem Fall die TSG und so steht es dann kurz vor der Pause 0:1. Können sie vom Pausenpfiff aber nochmal zurückschlagen? Das ist jetzt die Frage. Die Elf von Julian Nagelsmann möchte zu Hause auch mal wieder gewinnen. Auch das liegt schon ein bisschen zurück. Ist aber gleich auch schon Nachspielzeit. Dementsprechend sollte es hier schnell passieren. In Frankfurt ist schon Pause. Dortmund führt. Wir geben jetzt aber nochmal rüber. Nach Leverkusen, wo es 0:0 steht, auch in Sinsheim jetzt Pause. 0:1 liegen die zurück, wie eben gesehen. Nürnberg liegt auch 0:1 zurück. Und jetzt kommt nochmal Havertz mit dem Schussversuch, aber das wurde nicht wirklich gefährlich. Jetzt auch im Hintergrund der Pausenpfiff ertönt. 1:0 steht es überall, also auch in Berlin bis auf hier. Hier steht es 0:0. Wir hoffen dann, dass das in den zweiten 45 Minuten anders und vor allem auch besser wird. Bayern war dran, aber konnte noch nicht zielstrebig auf den Kasten von Radetzky spielen. Und so steht es nach 45 Minuten. Hier als einziges noch 0:0. Jo, das war die erste Halbzeit und ich kann euch versprechen, im zweiten Durchgang fallen ein paar mehr Tore. Wenn es euch gefällt, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo natürlich freuen. Aber gar nicht viel rumgelaber. Jetzt geht's weiter mit der Konferenz. Wir starten in Nürnberg und schauen uns nochmal den Treffer von Werder Bremen an zum 1:0. Das war Martin Hanik in der 26. Spielminute und Martinia konnte dagegen nichts ausrichten. Es soll jetzt aber weitergehen und Nürnberg muss hier unbedingt noch mehr nach vorne tun. Sie hatten ein, zwei Möglichkeiten durch Srelak, der auffälligste bei den Kloberern, aber das war noch nicht so wirklich brenzlig für Pavlenka. Aber Bremen scheint hier ganz gut nach vorne zu spielen. Eggestein, Johannes ist das, Klaassen auf der linken Seite, kommt aber nicht durch. Und es gibt aber Eckstoß. Valentini war wohl noch dran. Die Nürnberger Fans, wie immer, sind höchst erfreut über den Einsatz ihrer Spieler. Trotzdem, so erfreut werden sie nicht mehr sein, wenn es beim 0:1 bleibt am Ende. Und selbst ein Punkt wäre etwas zu wenig. Aber dazu muss erstmal der Ausgleich her. Und jetzt kommt Bremen mit dieser Ecke. Pereira köpft aber zum nächsten Eckstoß. Der von Kruse reingetretene Ball war jetzt nicht wirklich gefährlich. Und auch viele Bremer wieder mit dabei. Ist ja immer so bei den Fans von der Weser. 50. Spielminute. Kann jetzt endlich mal etwas daraus entstehen. Nächster Eckstoß. Und da ist jetzt Everton und kann es wieder klären. Schauen wir noch drauf auf den nächsten Eckstoß. Machen wir, den gucken wir uns auch nochmal an. Dritter Versuch für Max Kruse und wenn daraus nichts wird, gehen wir ins nächste Stadion. Richtig gefährlich wurde es hier jetzt noch nicht. Nee, wir geben ab. Frankfurt möchte am 1:1 arbeiten, das sieht man hier von Anfang an und jetzt haben sie mal die Möglichkeit. Stendera über die rechte Seite auf Danny da Costa, da muss dann mal der Abschluss kommen. Danny da Costa verklausuliert sich, trotzdem kommt da der Abschluss von Rode Kostic und dann ist die Situation geklärt. Jovic kommt nicht mehr ran, aber Sebastian Rode, Ex-Dortmunder, mit dem Abschluss, das hätte es sein können und eventuell jetzt die Kontermöglichkeit, beziehungsweise eventuell der Ausgleich. Die Kontermöglichkeit ist da, Trapp passt aber auf. Und dann schauen wir zur nächsten Spitzenpartie, nämlich Leverkusen gegen Bayern. Und Kevin Volland hat hier den Ball ungefähr 35 Meter vorm gegnerischen Tor. Und da schaltet Arangis und 1:0 für Leverkusen.
59. Spielminute. Bayer 04 geht in Führung. Und das ist höchst überraschend. Das erste Mal im zweiten Durchgang, dass sie jetzt vor den gegnerischen 16er kommen. Aber das ist ein super Treffer. Manuel Neuer ja schon gegen Stuttgart so ein Traumtor kassiert. Hier kann er wieder nichts machen und aus 16 Metern Tor Nürnberg macht Schalzarangis dann richtig gut. Wir schauen noch drauf und dann geben wir nach Nürnberg. Da ist der nächste Treffer in der Konferenz gefallen. 2:0 für die Gäste. Ebenfalls 59. Spielminute. Johannes Eggestein. Und die Werder-Fans freuen sich. Einwurf von der rechten Seite. Da eine schöne Flanke reingetreten und Eggestein setzt sich im Kopfballduell klasse durch und köpft ihn in den Winkel ein. Auch wieder für Martinia hier nicht zu halten. Und mit diesem 2:0 wollen wir dann mal wieder in die Hauptstadt schauen. Da steht es noch 1:0 für die Gastgeber. Hertha hatte gerade die Möglichkeit, hier durch Plattenhardt zu erhöhen. Jetzt gibt es einen Wechsel. Ibisevic geht raus. Dafür neu in der Partie. Schauen wir gleich drauf. Pascal Köpke. Noch nicht so viel zum Zug gekommen in dieser Saison. Eventuell wird es ja heute mal was. Gegen den VfL Wolfsburg, die hier weiterhin sehr einschläfernd spielen und nach vorne relativ wenig zustande bringen. Roussillon jetzt mal über die linke Außenbahn, aber stark, passt auf. Macht das klasse und der Torschütze geht mit dem Ball erstmal ins Aus. Passiert nichts draus. Weghorst nochmal. Rex Bescheid. Kommt dann auch Tor mal der Sinsheim. Abschluss. Weghorst, ja, mit dem Abschluss. Der nächste Treffer ist gefallen. In Sinsheim. Der Ausgleich. 61. Spielminute. Joey Linton macht das 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf. Flanke von der rechten Seite. Und da setzt er sich dann in der Mitte gegen 2 durch. Rensing ist auch noch dran, sah gegen Leipzig schon unglücklich aus. Insbesondere beim ersten Treffer. Hier ist er dran, aber genau auf den Mann ist dann schwer, den noch irgendwie richtig wegzukriegen. Trotzdem, wenn er dran ist, muss er den irgendwie verhindern. Die Schuld liegt jetzt nicht hauptsächlich bei ihm. Das hätte auch vorher besser verteidigt werden müssen. Aber auf dem Papier steht das 1:1 und für Hoffenheim ist jetzt wieder alles möglich, hier den Dreier einzufahren. Halbe Stunde knapp ist noch Zeit und Düsseldorf jetzt über die rechte Tor in Seite, Leverkusen. Aber direkt mit der Antwort, nein, nach Leverkusen. Der Ausgleich, 65. Spielminute, der FC Bayern München ist wieder da. Ebenso wie in Sinsheim kommt eine Mannschaft zurück nach Rückstand. Lukas Radetzky kann nichts mehr machen und Serge Gnabry bleibt ganz cool. Lässt sich da nicht groß beirren und somit der FC Bayern München wieder im Spiel und auch jetzt wie für Hoffenheim für sie der Dreier drin. Der ist ja fast essentiell, fast lebensnotwendig, da Dortmund auch führt. Kann Leverkusen direkt antworten? Nein. Apropos Dortmund, die wollen wir jetzt nochmal sehen. Gibt aber erstmal einen Doppelwechsel. Mihat Gacinovic kommt für Sebastian Rode. Bei Dortmund geht Mario Götze vom Feld. Wir schauen mal einen super Torschuss hier an von Philipp Kostic, der es fast hätte sein können. Paco Alcacer jetzt eben auf Seiten der Dortmunder im Spielgeschehen dabei. Kostic mit der Flanke, aber Delaney passt auf. Und jetzt die nächste Kontermöglichkeit. Das versucht Dortmund immer wieder, dabei von Guerrero etwas zu optimistisch gespielt. Fallett muss aber aufpassen, dass er den Ball hier jetzt nicht verliert. Was für ein Fehler! Reus mit der Direktabnahme. Sowas darf man sich gegen Dortmund nicht erlauben und das wurde fast bestraft und Dortmund bleibt weiter dran. Reus gegen Stendera, aber Marc Stendera passt jetzt auf und kann sich da dann behaupten. Und jetzt vielleicht mal ein Konter für Frankfurt. Rebic, Ante Rebic, was macht er mit dem Ball? Entscheidet er sich richtig. Guter Ball auf Jovic. Luka Jovic mit der Flanke. Rebic ist da. Kein Problem für Birki. Und dann gehen wir nochmal nach Berlin. Und die Hertha macht das richtig gut. Verteidigen können sie sowieso. Sie haben einen frühen Treffer erzielt. Und seitdem verteidigen sie extrem diszipliniert. Hatten auch schon die Möglichkeit zum 2:0. Aber von Wolfsburg kommt eindeutig zu wenig. Jetzt aber vielleicht mal. William bringt den Ball aber komplett schlecht rein. Tor in Sinsheim. Kann es klären. Tor in Sinsheim wollen wir logischerweise uns anschauen.
2:1 für Hoffenheim. Ishak Belfodil in der 81. Spielminute sticht er zu und bringt die Sinsheimer zum ersten Mal in Führung in dieser Partie. Fortuna Düsseldorf steht mit leeren Händen da. Stand jetzt. Super Flanke, wieder ein Kopfballtor. Diesmal ist Rensing komplett aus der Schuld zu nehmen. Aber wieder zwei Verteidiger von Düsseldorf, die den Kopfball zwischen sich zulassen. Darf so nie im Leben passieren. Normalerweise verteidigen sie das besser. In dieser Szene eben wieder nicht. Belfodil mit dem 2:1. 10 Minuten noch Zeit für Düsseldorf, zumindest einen Punkt mitzunehmen. Wir schauen jetzt aber nochmal nach Leverkusen. Da steht es noch 1:1. Und Bayern kommt. Alaba an die Latte. Mats Hummels 2:1. Abseits verdächtig, aber der Treffer zählt. Mats Hummels mit dem 2:1. Und da können sich die Münchner feiern lassen. David Alaba mit dem rechten Fuß an die Latte. Und dann ist Mats Hummels da und köpft das Ding ein. Lukas Radetzky kann sich strecken, wie er will. Kommt aber nicht mehr ran. Der FC Bayern zum ersten Mal in Führung. 2:1. Tor in Nürnberg. Wie Hoffenheim die Partie gedreht. Tor in Nürnberg. Wird es da jetzt nochmal spannend? Das wird es allerdings. 82. Minute. Die Gastgeber schlagen zu, auch wie in Sinsheim. Kopfballtor. Da steht Gebre Selassie nicht so richtig gut zum Ball. Und dann muss Pavlenka hinter sich greifen. Schlägt gut ein. Und dann, ja, ist er da aus der Verantwortung zu nehmen. Man weiß es nicht. Tor in Sinsheim. Kann dagegen nichts tun. Und jetzt schauen wir nach Sinsheim. Ist es da jetzt auch entschieden? Hier ist gar nichts entschieden. 84. Spielminute. Fortuna Düsseldorf schlägt zurück. Gerade mal 4 Minuten hat es gedauert. Und es steht wieder unentschieden. Dodi Luke Bakio bekommt von Usami den Ball und macht ein tolles Tor. Tor in Leverkusen. Wie schon seinen ersten Treffer versenkt er den, unhaltbar für Baumann. Der ist noch dran. Wir schauen nach Leverkusen. Da ist jetzt auch der 4. Treffer gefallen. Aber nicht gleichmäßig verteilt. 85. Spielminute. Für Leverkusen ist es vorbei. Der FC Bayern München entscheidet diese Partie. Serge Gnabry mit dem Doppelpack bleibt eiskalt vor Lukas Radetzky, und hier mit dem 3:1 war es das dann. Kann Frankfurt gegen Dortmund nochmal zurückschlagen? Im Gegenteil, es schaut eher danach aus, als würde Dortmund das über die Zeit bringen, vielleicht sogar noch den 2. Treffer erzielen können. Sie haben jetzt auch mehr Platz, konnten das fast ausnutzen. 5 Minuten sind noch zu spielen, aber der BVB macht das wirklich klasse. Möchte nichts mehr anbrennen lassen, aber auch hier wieder eine Kontermöglichkeit. Darauf basiert diese Partie so ein bisschen, immer wieder Gegenstöße. Dortmund konnte damit aber bislang besser umgehen als die Frankfurter. Es scheint so, als würde es dabei bleiben. Ansonsten melden wir uns nochmal. Wir gucken nochmal nach Berlin. Und der VfL Wolfsburg wird jetzt nochmal wechseln. Bruno Labbadia hat von Renato Steffen genug gesehen. Dafür kommt Josep Brekalo nochmal rein für die letzten 3 plus x Spielminuten. Aber wer weiß, ob das noch was hilft. Wolfsburg hat deutlich zu wenig getan, um hier verdient etwas mitnehmen zu können. Und deswegen geht dieses 1:0 auch in Ordnung und wäre am Ende des Tages verdient für die Berliner. Sie haben das geschafft, seit der 16. Minute den Ball fast komplett vom eigenen Tor fernzuhalten. Und es war keine anschauliche Partie, vor allem von Wolfsburg nicht. Jetzt aber vielleicht nochmal die Möglichkeit, die Nachspielzeit ist fast abgelaufen. Josep Brekalo in Leverkusen ist Schluss, Bayern gewinnt. Und jetzt ist auch hier Feierabend. Wolfsburg kommt nicht mehr nach vorne. Und mit diesem 1:0 für die Hertha geben wir nochmal ab nach Nürnberg. Da wird nämlich noch gespielt. Und der FCN versucht es nochmal nach vorne zu spielen. Knöll ist das. Dortmund gewinnt mit 1:0. Knöll nochmal mit der Flanke. Veljkovic passt auf Şahin und Moisander klärt es dann. Und das dürfte es dann jetzt auch gewesen sein, wenn der Ball nicht postwendend nach vorne kommt. Jäger, nein. Das Spiel ist vorbei. Nürnberg kommt nicht mehr ran. 1:2 verlieren sie gegen Bremen und wir schauen nochmal nach Leverkusen. Der FC Bayern München hat es nach Rückstand noch geschafft,
Leverkusen zu schlagen. 3:1 geht am Ende in Ordnung. Sie waren über die 90 Minuten gesehen. Die deutlich bessere Mannschaft nehmen hier den Dreier mit. Dortmund hat ja parallel auch gepunktet. Aber zumindest bleiben sie so dran. Das war's aus der Konferenz. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann und ciao. Jo, hier sehen wir in der Übersicht nochmal die Ergebnisse der Konferenz. Und jetzt wollen wir auf die Tore nochmal in der Schnellübersicht schauen. Und danach kommen dann die Zusammenfassung von den anderen 4 Partien. Das erste Tor in dieser Partie erzielte Dodi Luke Bakio in der 42. Spielminute für Fortuna Düsseldorf. Da war es Benito Rahman mit der Flanke und eine tolle Direktabnahme von eben Luke Bakio zum 0:1. Damit ging es auch in die Pause. Joel Linton konnte für Hoffenheim in der 61. Spielminute dann aber ausgleichen. Setzt sich gleich in der Mitte im Kopfballduell durch. Schöne Flanke von der rechten Seite zwischen den beiden Verteidigern. Köpft da dann auch noch Rensing an. Der kann zu allem Überfluss mit dem Ballkontakt nichts mehr anfangen und legt ihn sich ins eigene Tor hinein. Ähnlich dann auch der nächste Treffer, 2:1 für Hoffenheim in der 80. Spielminute, Pador, 2:1 von Ishak Belfodil. Auch da kam die Flanke zwischen zwei Fortuna Düsseldorf-Verteidiger. Auch die konnte nicht verteidigt werden. Joel Linton bringt den Ball hier von der linken Seite rein, also ein Tor. Und eine Vorlage von ihm, Belfodil köpft das Ding dann ein. Hier war Rensing dann machtlos. Aber wenig später konnte tatsächlich Düsseldorf noch zurückschlagen. Doppelpack Dodi Luke Bakio in der 84. Spielminute setzte er einer guten Partie von ihm den Deckel drauf. Beziehungsweise machte er einfach rund mit diesem schönen Schuss aus gut 16 Metern. Sicherte damit Fortuna Düsseldorf nach dem 0:4 gegen Leipzig einen kämpferisch verdienten Punkt. Baumann war noch dran, konnte es aber nicht mehr abwehren. Und mit diesem Punkt kann der Gast deutlich besser leben. In der Spitzenpartie zwischen Leverkusen und Bayern ging der Gastgeber in der 59. Spielminute mit 1:0 in Führung und brachte die Bay-Arena erstmal zum Entzücken. Kevin Volland ist das, der hier das zu dem Zeitpunkt doch recht unverdiente 1:0 vorlegte. Schal Sarangis eben mit dem Traumtor und Neuer muss nach dem 1:1 gegen Stuttgart das nächste Traumtor zulassen. Auch hier war er wieder machtlos. In der 65. Minute konnte Serge Gnabry aber für den FC Bayern München ausgleichen. Schwerer Ballverlust von Jonathan Tah, dann gut von Lewandowski weitergeleitet und Serge Gnabry mit voller Wucht überwindet er dann Lukas Radetzky in dieser Szene. War für ihn nichts mehr zu halten. Der FC Bayern München konnte dann in der 81. Spielminute das erste Mal dann auch in Führung gehen durch Mats Hummels. David Alaba versucht es hier, scheitert noch am Aluminium. Der Treffer von Mats Hummels per Kopf war dann auch ganz verdient. Radetzky versuchte sich noch zu strecken, aber kam nicht mehr dran. Mats Hummels stand auch nicht in der verbotene Zone, kein Abseits also in der Stellung und Bayern setzte noch einen drauf. Doppelpack von Serge Gnabry in der 85. Spielminute. Das war dann auch das Ende des Liedes. Ein gelungener Auftritt der Gastmannschaft, die sich zwar lange schwer getan haben mit dem Toreschießen, am Ende das 3:1 aber auch in der Höhe verdient und Leverkusen steht dann mit Bosch zum zweiten Mal in Folge zu Hause mit leeren Händen da. In der Spitzenpartie zwischen Frankfurt und Dortmund erzielte das Tor des Tages Axel Witzel bereits in der 7. Spielminute. Danach passierte dann nichts mehr, aber es war wirklich ein tolles Tor vom Sechser. Für Kevin Trapp nicht zu halten. Dortmund gewinnt hier im Spitzenspiel und hält damit Bayern weiter auf Abstand. Hertha gegen den VfL Wolfsburg. Auch hier entschied ein recht frühes Tor diese Begegnung. 16. Minute war es hier Niklas Stark, der nach einem Eckstoß erfolgreich werden konnte. Lazaro kurz ausgeführt auf Arne Meyer und dann setzt sich Stark im Kopfballduell durch für Castells, der etwas zu weit vor seinem Kasten stand, dann nicht mehr viel zu halten. Die Hauptstädter gewinnen hier und bleiben damit oben an den Europa League Plätzen dran und Wolfsburg verliert etwas Boden. Und die letzte Partie der Konferenz, das war Nürnberg gegen Werder Bremen. 26. Spielminute, die Gäste gingen
durch den Kopfball von Martin Hanik in Führung über die linke Seite von Klaassen. Eine schöne Flanke, perfekt getimt und dann ist im kurzen Eck Martinia aber dennoch ohne Chance. Das hätte in der Mitte schon verhindert werden können aus 5 Metern hier. Dann die Führung für die Gäste, das bauten sie im zweiten Durchgang dann auch noch aus durch Johannes Eggestein in der 59. Spielminute. Ebenfalls ein Kopfball, wieder sehr schön gesetzt, diesmal in die andere Ecke hinein. Das brachte die in Scharen mitgereisten Bremen-Fans in helle Freude. Für Martinia hier nichts zu halten. Johannes Eggestein mit diesem super perfekt gezeimten und perfekt platzierten Kopfball. Nürnberg kam aber am Ende der Partie nochmal ran. Da war es Mateusz Pereira in der 82. Spielminute zum 1:2. Nürnberg gab sich nicht auf, konnte aber nach diesem Kopfballtreffer, also 3 Kopfballtreffer hier in dieser Partie, nicht mehr rankommen danach. Sie versuchten es, hätten vielleicht auch den Punkt verdient gehabt, aber das Glück war nicht auf der Seite des Tabellenletzten. Und damit verliert Nürnberg mit 1:2 gegen Werder Bremen. Hannover 96 unter Thomas Doll im Heimdebüt. Und es sollte gegen Leipzig zum Dreier reichen, aber mit einem Punkt wäre man wahrscheinlich zum Auftakt auch erstmal zufrieden. Die erste Möglichkeit gehört hier bei den Gästen, die ja zuletzt gegen Düsseldorf beim 0:4 bzw. beim 4:0 absolut überzeugen konnten. Aber Hannover spielte auch nicht verkehrt in der Anfangsphase. Albornoz über die rechte Seite mit der Flanke. Da ist Nikolai Müller und der macht in der 14. Spielminute das 1:0 für die Gastgeber. Drittes Saisontor für den Neuzugang aus Frankfurt. War gegen Dortmund fast unsichtbar geblieben. Und jetzt kann er sich hier gut reinbringen und brachte Hannover 96 in Führung. Aber RB Leipzig wollte das nicht auf sich sitzen lassen und kam vor der Pause, 10 Minuten vor der Pause, zum nächsten Chancenbereich. Aber richtig gefährlich wurde es dort nicht. Michael Esser fing diesen Ball von Paulsen einfach ab. Aber die anschließende Situation, Werner mit der Flanke und da ist Emil Forsberg und der Treffer zum 1:1. Zweites Saisontor, 38. Spielminute und Forsberg, der am Sonntag gegen Düsseldorf seit Oktober mal wieder auflaufen konnte, köpft hier das Ding ein. Esser kann den Ball nicht mehr klären. Mit diesem 1:1 ging es dann auch in die Pause, was unter dem Strich auch in Ordnung gegen Hannover 96, spielte aber durchaus gut mit gegen den Tabellenvierten an diesem Freitagabend. Aber Leipzig erhöhte jetzt den Druck im zweiten Durchgang. Der Dreier ist hier nahezu Pflicht und dann diese Szene. Und Michael Esser kassierte die rote Karte. Kurios an dieser Stelle. Ersatzkeeper Schein Radlinger hatte sich beim Aufwärmen verletzt. Sprich, es musste ein Feldspieler ins Tor und das wurde Nikolai Müller. Nicht der Größte, aber scheinbar der mit den besten Reflexen. Die Möglichkeit zum 2:1 für die Gäste. Nikolai Müller gegen Marcel Halstenberg müsste eigentlich ein leichtes sein. Aber Marcel Halstenberg scheitert an Nikolai Müller. Der wehrt den Ball an den Pfosten ab mit den Fingerspitzen. Eine Sensationstat von Nikolai Müller und das hätte die Hannoveraner eigentlich pushen müssen. Jetzt kam aber Leipzig wieder zur nächsten Möglichkeit. Halstenberg über die linke Seite. Das ist Timo Werner. Timo Werner. Aber Nikolai Müller machte wirklich einen guten Job und passte auf. Und hielt so erstmal das 1:1 fest. Das wäre jetzt ein absoluter Erfolg. Jetzt aber Dämme auf Forsberg. Und jetzt war dann auch für Nikolai Müller im Kasten nichts mehr zu halten. Drittes Saisontor. Doppelpack für Emil Forsberg. So kann man sich mal zurückmelden. Und das war ein unhaltbarer Schuss für Nikolai Müller. Da wäre wahrscheinlich auch ein 2-Meter-Mann nicht rangekommen. Der war zu perfekt platziert. Keine 20 Minuten mehr auf der Uhr. Dann nochmal Nikolai Müller in Aktion. Der machte wirklich einen guten Job und bewies sich als vernünftiger Keeper. Aber Leipzig war einfach zu stark. Hannover 96 versuchte es nochmal. Fossum dann hier mit so einer Halbmöglichkeit trifft den Ball komplett falsch. Und für Gulaschi ist es dann kein Problem. In Überzahl war Leipzig dann aber weiterhin die gefährlichere Mannschaft und konnte dann in der 87. Spielminute auch das 3:1 erzielen. Dreierpack von Emil Forsberg, so kann man sich mal zurückmelden. Spielte von Beginn an für Marcel Sabitzer, der angeschlagen raus musste gegen Düsseldorf. Und so gewinnt Hannover 96 mal wieder nichts außer Erfahrung. Leipzig siegt mit 3:1 beim Debüt von Thomas Doll.
Der FC Schalke 04 empfing zum Topspiel Borussia Mönchengladbach. Bei den Fohlen läuft es aktuell richtig gut. Und auch in einer sehr hart umkämpften Partie gegen Augsburg waren sie am Ende die bessere Mannschaft und konnten sich dann auch durchsetzen. Die erste Möglichkeit hier gehörte aber den Gastgebern, das ist Nabil Bentaleb. Auch wenn es nicht so richtig gefährlich wurde in dieser Szene. Schalke versuchte es zumindest nach vorne spielen, gelang ihn aber deutlich zu selten. Aber auch Gladbach verteidigte erstmal und fokussierte sich zu wenig auf den Angriff bis in die 40. Spielminute und dann machte Tobias Strobel das 1:0 für die Gäste. Erstes Saisontor, Patrick Herrmann kommt zum kurzen Eckball und Strobel köpft dann über Nübel hinweg und so stand es dann 1:0 für Borussia Mönchengladbach. Patrick Herrmann, der Vorlagengeber, der einen sensationellen Treffer gegen Augsburg erzielen konnte. Und vor der Pause dann nochmal die Möglichkeit zu erhöhen. Florian Neuhaus gegen Nübel scheitert aber. Schöne Parade vom Schalker Keeper. Aber Gladbach war die bessere Mannschaft und konnte damit dann zur Pause verdient mit 0:1 in die Katakomben gehen. Schalke musste sich im zweiten Durchgang deutlich steigern, um hier dann auch was mitnehmen zu können. Aber Gladbach ist eben auch eine starke Mannschaft. Gegen die spielt man nicht so einfach. Mal ein Dreier nach vorne weg. Aber Gladbach blieb auch im zweiten Durchgang dran. Matija Nastasic kann den Ball nicht richtig klären. Stindl, Player von Nastasic abgewehrt, aber Alassane Player bekommt die zweite Möglichkeit und macht das 2:0. 11. Saisontor, 60. Spielminute. Und die Felddienstarena wurde langsam wieder richtig ungemütlich an diesem Samstagabend. Schöner Schuss, schöner Treffer für Nübel nicht zu halten, aber es schmerzte doch sehr im Herzen der Königsblauen. Sie versuchten dann aber gleich zu antworten. Oskar Wendt, Torschütze zum 1:0 gegen Augsburg, war hier aber erstmal dazwischen und konnte in der 65. Spielminute den Anschlusstreffer verhindern, aber sie blieben dran. Der anschließende Eckstoß vor der rechten Seite. Da ist dann Daniel Caligiuri und der macht das 1:2. 65. Minute, 5. Saisontor für Caligiuri. Und jetzt waren die Gastgeber wieder da und auch die Hoffnung lebte. Und sie versuchten es mit diesem Ball von Rudi auf die linke Seite. Konoplyanka hatte ja gegen Hertha getroffen. Da ist auch der Kopfball von Suat Serdar. Aber kein Problem für Sommer. Zu zentral platziert dieser Kopfball. Und dann machte es Gladbach in der weiteren Spiellage ganz gut und hielt den Ball vom eigenen Kasten fern. Die letzte Möglichkeit der Partie gehörte nochmal den Gästen. Aber Alassane Player war der Doppelpack nicht vergönnt. Schalke kämpft sich am Ende nochmal ran, aber der Punkt war ihnen nicht mehr vergönnt. Sie verlieren mit 1:2 im Spitzenspiel gegen Borussia Mönchengladbach. FC Augsburg gegen den ersten FSV Mainz 05 und die Fuggerstädter sind aktuell in einer sehr brenzlichen Lage und das sah man auch hier. Nervosität, wohin man nur schauen konnte und die erste Möglichkeit hier so halb zumindest gehörte den Gästen. Gibberman nach 6 Spielminuten trifft den Ball hier, aber alles andere als optimal. Von Augsburg kam nach vorne viel zu wenig und Sandro Schwarz hatte seine Mannschaft besser eingestellt, aber hier war es dann mal wieder ein Standardzerr zu Gefahr, führte wieder Gibberman. Aber das wurde nicht so richtig brenzlig für Kobel, der ja auch nicht ganz gut aussah beim 1:0 von Gladbach gegen sich. Zur Pause stand es da 0:0, das war in Ordnung, auch wenn die Gäste die bessere Mannschaft waren. Im zweiten Durchgang sollte sich das dann aber ändern und Augsburg wurde besser. Das ist Daniel Bayer, Finn Bogason im Zusammenspiel, Hack aber dazwischen und dann war es auch geklärt. Aber zumindest mal ein Schuss in Richtung des Tores von Müller. Aber auf der anderen Seite der Gegenstoß. Robin Quaison setzt sich gegen Danso durch und dann viel Glück in der Szene für die Fuggerstädter, dass der Ball hier nicht richtig gefährlich aufs Tor kommt. Ansonsten hätte es das sein können. Der anschließende Eckstoß von der linken Seite. Gefährlich reingetreten auf den Elfmeterpunkt. Und Niakate mit dem 1:0. War ja eigentlich aus der Startelf gerückt oder gefallen, von Hack verdrängt. Aber Bell fehlte hier gelb gesperrt. Und so konnte er sich heute wieder beweisen. 1:0 also für die Gäste verdient. Kobel steht etwas zu weit vor seinem Kasten, kann dann nicht mehr eingreifen.
Und es gab dann wieder einen Eckstoß. Ähnliche Szene wie schon eben vorm 1:0. Wieder ganz gut reingetreten. Mateta aber diesmal zu zentral auf Kobel geköpft den Ball. Und so blieb es beim 1:0 und somit blieb auch Augsburg im Spiel. Das ist Stafylidis, der bringt den Ball auf Daniel Bayer. Wieder gut hier im Zusammenspiel. Daniel Bayer auf Michael Gregoritsch und der macht in der 86. Spielminute das 1:1. Viertes Saisontor für den Österreicher und die Augsburger wussten gar nicht, wie ihn hier geschieht. Aus dem Nichts doch noch der Ausgleich und zumindest ein Punkt, der absolut schmeichelhaft ist. Und Mainz so richtig wehtun dürfte. Augsburg sichert sich hier ganz spät noch einen Punkt. Verdient war es nicht, aber sie haben das 1:1 erzielt und somit gibt das Ergebnis ihnen recht. Krisenpartie in Stuttgart, da war der Sportclub aus Freiburg zu Gast. Wobei man bei Freiburg nicht wirklich von einer Krise sprechen kann. Beim VfB sieht das anders aus. Sie mussten hier unbedingt gewinnen. Aber es wurde nicht so richtig gefährlich. Die Flanken doch zu harmlos und Freiburg stellte das in der Verteidigung sehr, sehr clever an und ließen kaum etwas zu. Dann der SC Freiburg auch mal nach vorne unterwegs. Robin Koch, Niederlechner und Nils Petersen testet Juan Robert Zieler die beste Möglichkeit im ersten Durchgang. Und Stuttgart konnte sich bei seinem Schlussmann bedanken, dass es zur Pause 0:0 stand. Man merkte, wie viel hier drin lag in dieser Partie. 7 Punkte Unterschied wären es am Ende des Spieltages bei diesem Resultat. Und Freiburg wollte diesen Abstand noch erhöhen. Vincenzo Grifo konnte wieder spielen. Gondorf im Zusammenspiel mit Vincenzo Grifo, Jerome Gondorf, Petersen und wieder Ron-Robert Zieler. Schmeichelhaft mittlerweile absolut dieses 0:0 für den VfB. Jetzt kam sie aber auch mal über einen Konter. Donis, es war ein Askasiba. Guter Ball auf Christian Gentner, aber zu direkt auf den Keeper gespielt, geschossen. Kein Problem für Schwolo. Doch Stuttgart wurde jetzt stärker. Gomez wieder in dem Aufgebot dabei und jetzt auch mit der Vorlage für Steven Zuber. 63. Spielminute, das erste Saisontor für den Neuzugang aus Sinsheim. Flanke von Gomez, eigentlich verkehrte Welt, der da in der Mitte stehen müsste. Aber wer die Tore erzielt, ist egal. 1:0 also für Stuttgart. Aber jetzt Ozan hier mit dem Fehler. Nils Petersen passt auf. Zieht aber nochmal zurück. Niederlechner gut auf Gondorf. Und der versemmelt es hier komplett. Das muss es sein. Das muss der Ausgleich auf jeden Fall für den SC Freiburg sein. Aber er versemmelt es jedoch knapp 5 Meter am Kasten vorbei. Stuttgart aber jetzt nur noch in der Defensive aktiv. Wollte sich hier über die Zeit retten und das schafften sie auch. Nochmal ein langer Ball, aber Niederlechner stand dann auch im Abseits. Es gab keinen Eckschuss mehr, es gab keine Möglichkeit mehr. Stuttgart gewinnt tatsächlich mit 1:0 gegen den Sportclub Freiburg. Eine nicht so sonderlich ansehnliche Partie. Sie lebte vom Kampf, von der Spannung und Stuttgart hatte am Ende die besseren Karten. Jo, das war's dann auch wieder mit der kompletten Prognose. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren über einen Daumen und ein Abo würde ich mich, wie gesagt, auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Morgen kommt zweite und dritte Liga. Bis dann und tschüss.